Ja, die Kunst spricht für sich selbst. Danke. Ja. Oder doch nicht? Doch, es beginnt schon. Nein, ich wollte auch beginnen mit einer schwarzen Oberfläche, damit ihr euch ein bisschen besser auf mich konzentriert. Denn ich glaube, dass es bei diesen Talks um das Persönliche geht. Deshalb auch die Wahl der Sprache Deutsch. Denn ich denke, hier wird schon der Großteil im Publikum Deutsch sprechen. Und ja, so geht es mir eigentlich darum, euch als Person zu erreichen. Denn die ganze Arbeit in der Kunst hat wirklich sehr viel mit einer persönlichen Einstellung und mit einer Notwendigkeit zu tun, die man selbst sich im Leben findet. Sich so zu äußern, sich so an andere Menschen, mit anderen Menschen in Verbindung zu bringen. Jetzt werde ich hoffentlich bald nicht mehr so aufgeregt sein und entspannt und souverän reden. Wir reden von Licht, ja? Dem Medium, das ich gewählt habe für meine Arbeit. Und für mich, ich möchte gerne erinnern an diesen Flügelschlag des Schmetterlings, der schon in aller Munde ist, den jeder weiß, der zitiert wird, der eigentlich nicht bedeutet, dass eine kleine Ursache sehr Großes auslösen kann, sondern vielmehr geht es darum, dass eine kleine Ursache das eine oder das andere oder das dritte auslösen kann. Es gibt keine Ursache, keine kleine Bewegung, nicht einmal die kleinste des Schmetterlings ohne Wirkung. Und damit gibt es für uns ein neues Programm, seit wir das so wissen. Wir brauchen nicht glauben, dass wir die Welt nicht verändern können. Es gibt überhaupt keine Möglichkeit, die Welt nicht zu verändern. So still können Sie jetzt gar nicht sitzen, dass Sie die Welt nicht verändern. In irgendeiner Form. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt den Kopf nach links oder rechts drehen, sehen Sie
Ihr Nachbarn, Ihre Nachbarin. Vielleicht ist sie Ihnen bekannt, vielleicht sehen Sie aber die Nachbarin, den Nachbarn das erste Mal. Vielleicht kreuzen sich plötzlich zwei Blicke in diesem magischen Moment, der wer weiß, was auslöst. Und zwei Personen überlegen genau in diesem Moment, ob sie nachher in der Pause ein Gespräch beginnen. Vielleicht wird daraus eine große Liebesgeschichte. Vielleicht doch nicht. Es eröffnet einfach der Blick Möglichkeiten. Jeder Blick von Auge zu Auge eröffnet eine neue Möglichkeit. Und wir sind beim Licht, beim Augenlicht. Für mich in meiner Arbeit ist definitiv das Licht dieser Flügelschlag des Schmetterlings. Nämlich genau diese Metapher, die Räume, soziale Räume, Möglichkeitsräume eröffnet, damit wir irgendwie zu einem neuen Denken, vor allem zu einem neuen Sehen kommen. Denn für mich beginnt das alles mit der Wahrnehmung. Wir sind alle dazu fähig, in welcher Art auch immer, wahrzunehmen. Und je mehr wir aufmerksam sind auf diese Form der Wahrnehmung, je mehr wir genau damit arbeiten, mit der Wahrnehmung, desto mehr sind wir auch kompetent im Miteinander, desto mehr wissen wir über Verbindungen. Und da setze ich an. Ich baue also Räume aus Licht. Und natürlich gibt es dann immer wieder so Veränderungen, die nicht gleich klar sind. Wir sehen schon die ganze Zeit Teich. Ich habe es umgedreht. Wir sehen nur die Spiegelung verkehrt rum. Und die Veränderungen, die wir sehen, sind nicht tatsächlich Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, in dem Fall Aufgang. Wir sehen jetzt hier, genau hier, dass eigentlich das Überbelichtungen sind. Nur die Kamera hat mit unterschiedlichen Belichtungszeiten Tag und Nacht geschaffen. Jetzt war es noch einmal rückwärts, die ganze Geschichte. Das heißt, was euch Künstler zeigen, muss nicht immer genau das sein, was wir sehen. Ganz im Gegenteil, es steckt immer wieder sehr viel dahinter. Zum Beispiel beim Heldentor war die Farbe Magenta eine ganz wesentliche Farbe, die den Namen hat von der Schlacht bei Magenta. Sie war nämlich ursprünglich Fuchsia genannt. Also Magenta hat im Ursprung, in dem Moment, wo es erfunden wurde, nämlich parallel zur Schlacht bei Magenta Fuchsia geheißen und wurde dann, weil der Boden der Soldaten in dessen Farben gedrängt war, zu Magenta. Und man muss sich vorstellen, dass das damals die Modefarbe der reichen Leute war. Die haben ihre Modefarbe nach der Schlacht benannt. Also da gibt es schon immer wieder Beziehungen, die ich sehr spannend finde, die ich nicht immer offensichtlich in die Arbeit bringe, weil ich finde es wichtiger, dass man mal einen sehr neutralen, einen sehr offenen Blick auf die Arbeit richtet oder überhaupt, dass man die Wahrnehmung jedes Mal neu beginnt, eigentlich jeden Moment. Wenn Sie einen Partner in der Früh sehen oder vielleicht besser am Abend neu, dann ist es schön, wenn man eigentlich einander ganz frisch wahrnehmen kann. Ich glaube an diesen Moment dieser immer wieder frischen und immer wieder quasi resetteten Wahrnehmung. Hier sind die Ausgangsarbeiten, die ich dann quasi in meiner Forschungsarbeit mit Licht verwende, denn ich verstehe meine Arbeit sehr wohl auch als Forschungsarbeit und ich habe dafür den Begriff des Chromotops geprägt. Ich habe ganz bewusst jetzt für die Präsentation ein Format gewählt, wo sehr, sehr langsam die Arbeiten überblenden, denn es hängt alles mit allem zusammen. Es beginnt bei Platon, der zwischen Schwarz und Weiß die gesamte Farbspektrum aufbaut und Aristoteles ist der Erste, der schlichtet. Der sagt, vom Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang, wie auch immer, Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, schlichten sich alle Farben an. Ja? Und aus dem entwickelt er das allererste Ordnungssystem, das Leonardo da Vinci kennt und das sich erst mit Newton, mit dem Blick durch das Prisma und mit dem Aufspalten des Lichts in die einzelnen Wellenlängen überhaupt erst ändert. Mit dem Moment gibt es ein neues Farbordnungssystem. Es schließen sich die Farben zum Kreis, weil Newton schließt diesen Kreis und Goethe wird eifersüchtig. Weil die Idee hatte er nicht, aber er hat eine wunderbare Interpretation dieser Farbwelt geschaffen, die an diesen Farbkreis von Newton andockt. Es gibt eine große Auseinandersetzung zwischen den beiden, die aber in unterschiedlichen Zeiträumen geführt wurde, weil Goethe war eigentlich später als Newton. Er konnte da nicht direkt mit ihm streiten. Es ist heute die Projektionsfläche sehr hell gestellt, daher sehen wir jetzt die Arbeiten definitiv nicht, die ich eigentlich zeigen wollte. Gestern war es noch ein bisschen besser. Jetzt sieht man ganz, 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 ganz wenig, denn ich arbeite sehr wohl auch an dieser Schnittstelle zum Weiß. Jetzt
kommen wir in eine Farbe, die eigentlich schwer zu benennen ist. Und das ist auch ein Punkt. In dem Moment, wo wir Farben kaum benennen können, werden sie uns genau an der Schnittstelle von der Wahrnehmung vor der Emotion erreichen. In dem Moment, wo ich Magenta benennen kann, werden Sie jetzt vielleicht immer wieder die Geschichte der Schlacht im Kopf haben, neu heute. Aber andere werden halt andere Assoziationen finden. Und das Blau assoziiert bei allem auch sehr viel an. Es ist die beliebteste Farbe weltweit, das ist festgestellt worden. Ich verwende diese Tafeln, das sind fotografische Tafeln, in der nächsten Arbeit im Türkenschanzpark. Wir machen sie den Menschen zugänglich, weil sie irgendwas passiert, was auch immer. Sie müssen ausgesetzt werden, raus aus dem White Cube, raus in die Landschaft. Und das ist grundsätzlich mein Thema. Raus in den öffentlichen Raum. Das ist ein sehr schwieriger Raum, weil da einfach Finanzierungen ganz anders aufzustellen sind wie mit Galerieprogrammen oder Museumsprogrammen. Aber ich finde es unglaublich wichtig. Es macht mir auch unglaublich viel Spaß. Und ich lerne Leute kennen. Nie und nimmer hätte ich diese Menschen kennengelernt. Ja. Und diese Auseinandersetzung, die ist positiv und negativ, nicht immer ganz lustig. Aber ich finde genau, das ist der wichtigste Punkt. Man muss sich einmal der Auseinandersetzung stellen und Möglichkeiten der Wahrnehmung auch anderen öffnen. Wir sind jetzt hier schon mitten in dem Projekt Chromotopia on the Move. Wir sind in Kappadokien. Wir waren vorher im Türkenschanzpark. Wir waren vorher im Teich in Tulln am Teich. Und haben hier direkt Licht gebracht in die Landschaft. Zuerst in Wien, eben der Test Türkenschanzpark, der sich dann in das Projekt in der Türkei verbinden sollte. Und jetzt tatsächlich einen Monat lang in der Türkei. Es ist ganz frisch, ich war erst im September, Oktober dort. Ich bin Mitte September in die Türkei geflogen, ein zweites, drittes Mal. Und konnte dort die Kulturorte aufsuchen. Eben hier Kappadokien, dort war angeblich der allererste Säulenheilige stationiert, der Simeon der Ältere. Wir haben sehr viele Säulenheilige im Stephansdom. Das hat mich dazu bewogen, die große Arbeit im Stephansdom dorthin zu schauen. Wo kommen wir denn eigentlich her? Und unsere Kultur wurzelt nun mal dort. Wer auch immer sie jetzt zu uns bringt oder wer auch immer jetzt zu uns kommt, man sollte nicht vergessen, dass wir auch einmal irgendwann aus dieser Gegend kamen. Zumindest unsere kulturellen Wurzeln. Man sieht hier die Arbeit eben mit Licht, mit Diachromen. Diachrome sind für mich diese Gläser, die man am Anfang im ersten Video gesehen hat, die bearbeite ich direkt vor Ort. Damit kann ich das Licht ganz direkt, ganz präzise, liniengenau shapen, formen, an den Ort anpassen, mich von dem Ort inspirieren lassen. Und ich möchte schon sagen, die Mystik des Ortes aufgreifen, denn es gibt wirklich Orte, die sehr aufgeladen sind. Es funktioniert aber immer nur dann, wenn man dann alleine dort steht. Hier stehen wir in Ephesos. Die Farbe ist rausgenommen, kommt aber gleich, damit man mal sich auf die Form konzentrieren kann, weil Farbe und Form sind ein Thema, das füllt mindestens 5 Talks. Wollen Sie noch bleiben? Hier sind wir also in den 7 Schläfern. Das ist eine Grabungsstätte im Ephesos, neues Weltkulturerbe. Das ist so nicht zugänglich, weil es ist ein gefährdetes Kulturerbe. Dort wird zwar ein bisschen drauf geschaut, aber es sind keine Gelder da, um es herzurichten, daher können Touristen nicht hineingehen. Ich suche also Orte, die gar nicht so leicht zugänglich sind und die man auf diese Art und Weise noch einmal näher bringen kann. Hier das Bild eben, wie es aussieht untertags. Die Mystik ist da, solange nicht 20 Leute miteinander tratschen. Das muss ich schon auch, möchte ich sagen. Es ist wirklich ein Unterschied, ob es leise ist. Hier stehen wir in Göbekli Tepe. Das ist der allerälteste Kultort, 11.000 Jahre alt. Ich stand mit dem Lee Clair dort, der Grabungsleiter, und wir haben gesagt, und wie ist das in 11.000 Jahren? So viel zum Thema unendliche Reiselicht. Die spannt ja für uns eine ganz andere Geschichte noch auf, diese Reiselicht. Sie führt uns auch zu anderen Orten, zum Beispiel zu den Salzbergen. Inhalt der Reise wird sein, die Schlüsselorte der Zivilisation aufzusuchen. Alle, nein, geht sich nicht aus. Aber nach einem System, das eigentlich kein System ist, sondern das uns alle miteinander verbindet. Schritt für Schritt, wie wir im Leben irgendwo durchgeführt werden oder auch Anregungen bekommen, um zu entscheiden. Und so kann ich von einem Ort zum nächsten, weil mir wird an jedem Ort etwas anderes und etwas Neues erzählt. Und
Die Salzberge habe ich erfahren, von den Salzbergen habe ich erfahren, entlang der Reise, ich konnte mich spontan entscheiden und dann einen Blick dort drauf werfen. Ja, ändert sich die Wahrnehmung, so ändert sich die persönliche Wirklichkeit. Jeder, jede von euch ist nicht nur ein Aufnehmender von Lichtstrahlen, sondern jeder von uns gibt sie auch ab, in allen möglichen Arten und Weisen. Und das soll jetzt keine esoterische Äußerung sein, sondern ganz im Gegenteil. Wir haben eine Menge von Daten, die wir verarbeiten, und die Lichtdaten, die wir irgendwie reflektieren, werden auch in unserer Umwelt verarbeitet. Und ich möchte einfach nur zu etwas mehr Behutsamkeit in der Wahrnehmung und in dem Miteinander aufrufen. Denn ich glaube, das ist die Leichtigkeit, die der Flügelschlag des Schmetterlings uns alle auf dem Weg mitgibt. Danke.